Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus mit einem neuen Destiny-Video. Heute spiele ich wieder mit meinem Jäger eine weitere Mission und zwar ist heute der neue Strike dran. Denn die letzte Mission, die ich gezeigt habe, Böses Blut, die führt uns ja hierher, um diesen verrückten Priester endlich auszuschalten, der noch die Visiva-Technologie benutzt. Mein Jäger ist jetzt schon auf 364, aber ich habe den bisher nur in den Videos gespielt, die ihr so gesehen habt. Und in meinen Livestreams spiele ich ja mit meinem Warlock, den ich ja die ganze Zeit hochlevel. Da habe ich jetzt die letzten paar, zwei Tage wieder ordentlich gestreamt. Am Freitag 7 Stunden, gestern wieder fast 5 Stunden. Und die Items, die ich bei meinem Warlock einfach nicht mehr brauche, die schicke ich immer meinen Jäger hier rüber. Und deswegen sind die ganzen Sachen ja einfach hochinfundiert. Und deswegen kriegt er auch sein Lichtlevel, ohne dass ich ihn spielen muss. Sehr, sehr praktisch. Aber jetzt geht es erstmal auf die Erde zur nächsten Mission hier. Da führt uns das Ganze hin, das elende Auge. Ein Hohepriester der Gefallenen missbraucht uralte Wissenschaft zu einem eigenen, pervertierten Zwecken. Kämpfe dich bis ins Herz eines Scharnests vor und beende seine Machenschaften. So, und ihr wisst es ja, das ist ein Strike. Ich stelle den hier auf Maximum, also auf hohe, 320 Licht. Und ein Strike spielt man natürlich zu dritt und deswegen muss ich jetzt in die Spielersuche gehen und hoffe, dass ich da ja, mit Randoms bekomme, die den Strike auch gerade erst starten. Und dann melde ich mich gleich, wenn es losgeht. Der Hohepriester der Spleißer schickt Truppen tiefer in den Untergrund der verseuchten Lande. Sie wollen wohl im großen Stil gegen ein Scharnest mobil machen. Eine Schararmee unter Kontrolle der Spleißer würde das Ende von Altrussland bedeuten. Könnte das Ende von allem bedeuten. Die Teufel entwickeln sich weiter. Neutralisiere sie, bevor das noch schlimmer wird, Hüter. Okay, in der Nähe des Bunkers gibt es eine Reihe alter Raketensilos. Berichten zufolge befindet sich die Schar dort. Okay. Es führt wohl kein Weg daran vorbei. Wenn du mich fragst, ja. Und vergiss nicht, ziel auf alles, was sich bewegt. Je weniger Spleißer oder Scharkrieger von Siva befallen werden, desto besser. Alles klar. Oh, weg mit dir. Das Problem war, ich habe durch die Spielersuche keine Leute gefunden. Also bin ich jetzt gerade hier mal einfach alleine unterwegs. So, ihr habt es gehört, wir sind angekommen auf jeden Fall. Hier laufe ich mal durch. Man kann hier über die Seiten recht gut abkürzen. So, und dann fahre ich weiter. Schnell. Jo, erstmal schöne Rolle machen, ist klar. So, wir sind natürlich wieder. Ich hatte mehrere konzentrierte Siva-Knoten da vorne. Spleißer benutzen Siva, um die alten Verteidigungsprotokolle des Silos zu verstärken. Die Innentüren sind fest verschlossen. Wenn du dort reinkommen willst, musst du diese Siva-Knoten finden und zerstören. Alles klar, Siva-Knoten finden. Wir befinden uns hier natürlich wieder im Patrouillegebiet der verseuchten Landen. Und da haben wir einen von diesen Siva-Knoten. Weg mit dir, der ist ausgeschaltet. Ich habe einen weiteren Siva-Knoten entdeckt. Noch ein Siva-Knoten. Diese Fallen hier, die sind super nervig. Teilweise werden die schon ausgelöst, wenn man nur ein bisschen dicht dran steht. So, also, ich spiele jetzt den Strike gerade solo. Mal gucken, wie weit ich mit dem Lichtlevel hier schon komme. Es ist 320. Es ist schaffbar. Aber es ist auch nicht unbedingt einfach. Mach die Tür auf! Gerade auch nicht, wenn die ganze Tür da ein bisschen voll ist. Boah, und die Ritter da echt einen auf dicke Hose machen. Naja, vielleicht joint ja gleich noch jemand hier ins Spiel rein, der mich ein bisschen unterstützen kann. Langes Wochenende, es ist Sonntag. Aber wir haben es jetzt gerade 7.30 Uhr morgens. Die schlafen wahrscheinlich noch alle. Und deswegen spielt keiner den Strike hier auf normalen Modus. Muss ich das also alleine machen. Und ihr bekommt das Video natürlich auch schon heute zu sehen. Also, ich habe das geplant. Heute jetzt 7 Uhr nehme ich das auf.
Und veröffentlichen wollte ich das Video hier eigentlich um 12 Uhr. Jetzt muss ich das hier solo spielen. Dann wird das Video, glaube ich, ein bisschen länger. Ja, vielleicht schaut das ja trotzdem noch jemand am Ende. Vielleicht gibt es ja noch welche, die den neuen Strike hier noch nicht kennen. So, hier unten muss ich rein. Die ganzen Sieber-Dinger hier ausschalten, damit die Tür aufgeht. Ich spiele übrigens mit der Surus PDX in Vollautomodus auf 365. Auch fürs PvE eigentlich eine recht angenehme Waffe. Oh. Eine Hexe! Blöd ist, wenn ich alleine bin, dann könnte ich eigentlich hier wieder... Ich meine, ich mache jetzt so viele Sphären für niemanden, weißt du? Ich habe doch Rauch drin. Und nicht Gift. Ist, glaube ich, auch besser, dass ich das Unsichtbare drin lasse. Einen weiteren Knoten gefunden. Los geht's. Ja, noch einen Knoten. Ja, ich habe ja noch nicht so viel zu tun hier. Alles kein Ding. Ich habe auch mein neues Schwert ausgerüstet, was ich aber noch nicht gelevelt habe. Mach dein Schild weg. Blöder Sack. Alter, was ist denn? Hier. Steckt der erstmal die Messerschläge einfach so locker weg? Der denkt sich auch, hey, da kommt ein Messer zur Schießerei. Bevor jetzt wieder Fragen kommen, ob ich Videos mache zum Raid, nö. Das habe ich ja jetzt am Freitag gestreamt. Der Stream ging 7 Stunden und am Ende waren wir auch noch im Raid. Bis zum Endboss sind wir sogar, also komplette Raid war da zu sehen. Endboss haben wir nicht mehr gespielt, weil wir einige Leute dabei hatten, die zu wenig Licht haben. Aber ansonsten hat man den ganzen Raid gesehen. Für die Leute, die im Stream dabei waren. Eine göttliche Hexe ist das. Was willst du denn, du blöde Kuh? Headshot. Kein Shot. Jetzt reg dich mal nicht auf, du blöde Kuh. Ach, nachladen. 3 Schuss nur, das ist da Sniper, ey. Das ist schon ein geiles Teil. Des Teufels Morgenrot heißt das Ding. Habe ich im Sepix perfektioniert Strike bekommen, wenn man da die Tür öffnet. Richtig geiles Teil. Legendär. Und hat mehr Schlagkraft. Das ist der letzte Knoten. Jo. Sicherheitsprotokolle sind geklärt und können geknackt werden. Dankeschön. Hat mehr Schlagkraft als... Halt die Klappe! Mehr Schlagkraft als die Spindel! Sieht so aus, als ob die Schar ihr Territorium nicht kampflos aufgibt. Kommt ihr nicht mal dazu? Egal, wir müssen da durch. Man kommt ja nicht mal dazu, mal einen Satz zu Ende zu erklären. Die Waffe hat mehr Schlagkraft als die schwarze Spindel. Alter, wie viel denn noch? Jo, jo, jo. Ich bin unsichtbar. Was wollt ihr denn hier? Ja. Boah. Aua. Er stellt wieder sein Schild, war ja klar. Ganz schön viele Gegner, wenn man so allein unterwegs ist. Okay, das ist eine Hexe. Oh, wieder eine göttliche. Bam, Junge! Wollte sie noch ausweichen, die blöde Kuh. Waffe wechseln. So, geht schneller als nachladen. Okay.
Geschütze sind nicht mehr da, das ist der Vorhang. Ich unter neue Sieber-Energiespitzen unter uns. Mehrere Knoten, die alle eine weitere Barriere antreiben. Ja, ich weiß. Aber ich kann ihre Position nicht finden. Ihre Signaturen sind zu sporadisch. Sporadisch? Du weißt, was du zu tun hast, Hüter. Finde diese Knoten, entlade sie und bleib in Bewegung. In Bewegung bin ich immer. Da ich alleine hier im Strike bin, muss ich mich sogar mehr bewegen als sonst. So, hier, Raketensilo und so, ne? Wir sind immer noch in Russland. Und das Ding ja, das muss man aufpassen, wenn man hier rauf geht, das fällt runter. Voll gemein. So, jetzt hier wieder die ganzen Sieverknoten finden. Ach, immer wenn man ein Stückchen zu weit weg ist, dass er immer den Rauch schmeißt. So, da hinten ist das Ding. Oh, da ist ein Spieler reingekommen. Sehr cool. Es ist schwer, hier unten ein klares Signal zu empfangen. Ich bin nicht mehr allein unterwegs. Und er stirbt sofort. Danke, du bist eine echte Unterstützung. Einfacher sind sie zu kartieren. Okay. Next. Da hinten. Er schießt einfach alles auf alles, was sich bewegt. Ohne mal hier die Markierungen zu checken. Wir müssen nämlich nicht jeden töten. Wir müssen nur diese Sieber-Knoten erstmal zerstören. Hier ist der nächste nämlich. Granate rein. Damit ich mich um die Leibeigenen kümmern kann. So, auch weg. Also, ich bekomme immer noch starke Sieber-Signale. Ah, was will ich sagen? Noch einen Knoten geben. Gibt es auch. Und zwar da lang. Sieht aus, als ob die Spleißer diese Brutstätte besetzt haben. Die bioorganische Architektur der Schar ist noch intakt. Doch um uns herum gibt es überall Mikroschübe von Sieva-Aktivität. Mikroschübe, alles klar. Ich habe kein Mitleid mit der Schar. Mach weiter. Naja, die Schar wird hier nur misshandelt, wollte ich gerade sagen. Aber trotzdem sind es auch noch unsere Gegner, ne? So, erstmal den Ritter ausschalten. Oh, sind zwei. So, und da ist auch der dritte Spieler beigetreten. Jetzt sind wir ein voller Strike-Einsatztrupp. Geht's jetzt auch ein bisschen schneller. So, und der letzte auch weg. Das war's. Keine Ahnung, was diese Knoten beschützt haben, aber die Barriere ist deaktiviert. Jo. Zeig den Weg an. Priester der Spleißer und dem Wahnsinn, den er dort unten zusammenbraut, stehst nur noch du. Nur noch ich. Setze dem ein Ende. So, hier sind die Schar gesprungen. Da sieht man die Landekapsel hier. Sieht gut aus. Hast du den Hohepriester gefunden? Nö, noch nicht. Nicht wirklich. So, jetzt geht es hier an den Bosskampf des neuen Strikes. Das Ding mal genauer an. Der Oger hier wird misshandelt. Ihr seht hier, die Siva hält ihn fest. Den haben sie das Auge rausgenommen. Oben, wenn man das sieht, der ist komplett blind, der Oger. Der Oger? Wie ekelhaft. Ja. Davon wird's noch viel mehr geben, wenn wir dem Hohepriester nicht den Gar ausmachen. So, da ist der Hohepriester und seine Waffe, wenn ihr das seht, seht ihr den Schuss? Der hat ihm nämlich das Auge rausgerissen, deswegen hat er jetzt da oben ein Loch im Kopf. Und der Hohepriester benutzt das Auge da vorne dran als neue Waffe. So nutzt er also hier die Sieber-Technologie aus. Okay, mit Schwert kann ich das vergessen. Weil der Nahkampf macht. Kann mich dem mit dem Schwert leider nicht nähern. So wie der andere da. Der ist auch gerade voll weggemacht worden, weil er sich im Nahkampf befunden hatte. Du solltest den jetzt nicht wiederbeleben, wenn der Boss noch bei dem steht. Das kriegen wir nämlich nicht hin.
Müssen wir kurz warten, bis der Boss weg ist oder er sich wieder selber wiederbelebt. So, jetzt geht's. Aber er denkt gar nicht daran, sich selbst wieder zu beleben. Machen wir unsichtbar. Ja, jetzt, wo ich hier bin! Vogel, ey. Da wartet er, bis ich extra rüberlaufe. Vorher ging's nicht wegen dem Boss. Dann laufe ich hin und er belebt sich. Einige Leute, die haben echt ein Timing drauf. Bleib da schön stehen. So, jetzt ist der Ogre frei. Der rennt nur rum. Er ist, wie gesagt, blind. Er kann uns halt riechen. Und wenn man dran ist, dann macht er halt so einen Bodenangriff. Also er stampft auf den, er schlägt auf den Boden und macht eine dünne Druckwelle. Seht ihr das? Aber wir können keinen Schaden an ihm machen. Der ist permanent immun. Den einzigen, den wir hier wegmachen müssen, ist der Spleißerpriester, der sein Auge hat. Und wenn der Priester tot ist, verschwindet der Ogre einfach. Wenn der Priester aber ein gewisses Level unterschreitet, also wenn wir ihn fast tot haben, dann gerät der Ogre hier in Aggro-Modus und wird ziemlich wild und läuft dann noch schneller und da muss man echt aufpassen. Ogre ist bei mir. Ja, in der Rolle. Das passiert, wenn man getroffen wird vom Ogre. Dann kommt der Bodenkracher und dann bist du, ne? Schaschlik. Nicht hier. Hau ab. Nicht versuchen, mich wieder zu beleben. Nicht, wenn beide hier bei mir stehen. Ich habe noch gleich 12 Sekunden und er ist tot. Jetzt kommen die Schweber noch von oben. Komm, halte wenigstens noch 3 Sekunden durch, damit ich wieder aufstehen kann. Okay, da bin ich wieder. Schweber kommen dann hier auch noch nach einer Zeit immer. Die kommen von oben einfach hier reingeschwebt. Das ist dann auch extrem nervig. Weil die machen auch nicht wenig Schaden. Und wenn man dann so ein bisschen... Da kommen sie nicht immer von oben geflogen. Erstmal alles wegmachen. Weil die Kollegen hier, die hier drin sind, die scheinen ein bisschen weniger Licht zu haben als ich. Ich bin ja zum froh, dass ich hier ein bisschen mehr habe. Dass ich den Jäger hoch infundiert habe, sozusagen. Bäm, da schlägt er wieder. Ogre kommt wieder zu mir. Muss man halt immer ein Auge drauf haben, ob der Ogre dir hinterher läuft oder nicht. Oh, bleib stehen. Boah, wie er sprintet. So, ich glaube, der Ogre... Ja, der Ogre ist jetzt wild. Man sieht, wie schnell er jetzt ist. Der leuchtet halt auch so ein bisschen. Das ist extrem ätzend. Wow, der Ogre hat mir gerade in den Arsch getreten. So, Anker drauf. Das teleportiert er sich hin zu mir. Ist nicht dein Ernst. Mann. Der Bogen war drauf und dann teleportiert er sich auch noch zu mir. So ein Arsch. Durchhalten. Der Boss ist auch noch da. Oh, danke schön. Oh, jetzt sind beide tot. Und der... Ihr liebt euch, Leute. Boah. Ja. Ich habe nur versucht, ihn unsichtbar zu machen. Warum steht der andere? Der andere müsste doch mittlerweile schon wieder aufstehen können. Ah, jetzt steht er wieder. Achtung, Schlag. Geh da raus aus der Ecke. Der klemmt dich sonst ein. Achtung, Herr Ogre. Er ist wieder tot. Der verfolgt. Gott, der ist so schnell. Die anderen sind aber auch nur permanent am Sterben hier, ne? Ich sterbe zwar auch hin und wieder, aber nicht so viel wie die. Schneller. So, holen wir den ja auch nochmal wieder. Hab ja Zeit.
Der ist schon wieder tot. Meine... Ey, ist nicht dein Ernst? Er ist schon wieder tot. Einmal eine Granate rauf. Beleben kann ich ihn sowieso nicht, wenn der... Boah. Wir sind schon wieder beide tot. Wollt ihr mich verarschen, Leute? Okay, einer steht wieder. Immerhin. Macht doch wenigstens mal Schaden auf den Boss. Wenn ich hier permanent am Rumlaufen bin. Komm, er ist gleich down. Er ist down. Er ist down. So ein Durcheinander. Und er ist schon wieder tot. Der hohe Priester wollte gar keine Scharmee aufbauen. Er wollte einfach Teile ihrer Körper entfernen, um sie mit Siva zu fusionieren. Hat er gemacht. Er hat das Auge benutzt. Die Manipulation ist das Hauptanliegen der Spleißer geworden. Wir hatten Glück, dass wir ihren Hohepriester ausgeschaltet haben, bevor er diesen Wahnsinn perfektionieren konnte. Aber man muss sich schon fragen, was für Perversionen planen sie noch? So, das war der neue Strike. Gut, es ist trotzdem gut, dass die am Ende noch reingekommen sind, weil alleine ist es echt schwierig, weil dieser dicke Oger dir permanent hinterherläuft. 6 Kills hat der gemacht. Alter, der ist doch schon ein bisschen länger drin, oder? In der Zeit, wo er reingekommen ist, nur 6 Kills? Alter Schwede. Ja. Okay. Also, ich hatte gerade für die Kiste kein Schlüssel mehr. Ich hätte auch nicht 3 der Münzen drin, ist mir auch eingefallen, oder? Oder hatte ich... Doch, das hatte er nicht eigentlich aktiv. Ich glaube, das habe ich... Hatte ich keine dabei. Ich hatte welche dabei, aber... Doch, ich hatte eine aktiv. Das habe ich vorher gemacht, wenn ich mich recht erinnere. 365 Geist in Blau bekommen. Hervorragend. Den kann ich hier infundieren. Steige ich da auch wieder. Das ist übrigens der Geist, den man aus dem Buch bekommt. Dieser neue Eisenbanner. Geist oder Geist der Eisernen Lords, wie man das nennen möchte. So habe ich den auch auf 65. Hervorragend. Neu primär, nur grünes Scheiß hier. Grüner Scheiß. Handschuhe habe ich noch neu, ne? 365 Handschuhe habe ich schon. Na, dann weg. So. Die nächste Aufgabe. Jetzt habe ich hier noch eine Beutezug fertig. Kehre zu Shiro zurück. Komm, das müssen wir jetzt auch noch schnell machen. Um das Ganze hier zu komplettieren, fliegen wir jetzt auch nochmal zum Eisernen Tempel und geben da nochmal die Quest ab. Mensch, das ist schon wieder ein langes Video heute, ey. Schon wieder fast 25 Minuten oder so. Fast schon 25 Minuten. Aber gut. Strike dauert halt immer ein bisschen länger, gerade wenn man am Anfang alleine unterwegs ist. Naja, vielleicht freut sich der eine ja, dass es ein längeres Video geworden ist. So, das ist übrigens auch hier die, ne, Tage des Eisens Rüstung. Habe ich jetzt hier Stiefel, Brust und Handschuhe schon. Da fehlt mir nur noch der Helm. Sieht dann bei dem Jäger so aus. Mit dem Shader. Ist halt viel Pelz dran und so. Dann hier dieses Axt-Symbol da dran. Und auf der Schulter noch diesen Eisenbannerbaum. Das ist eigentlich ziemlich nett gemacht. Da haben wir den Eisenbannerbaum. Jo. Komm, lande. Noch die Quest abholen von Shiro. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es nämlich noch eine weitere Quest noch in den anderen Strike. So. Der Hohepriester der Spleißer ist zwar tot, doch ich höre Berichte, dass seine Maschinenpriester sein Werk fortsetzen wollen. Ja. Es gibt noch einiges für uns zu tun, Hüter. Genau, hier. Besiege Sepix perfektioniert im Strike die Höhle der Teufel auf der Erde. Kennen wir alle den Strike, aber jetzt ist es verbesserte Version mit Sepix perfektioniert. Den können wir dann auch nochmal im Video zeigen, denke ich mal. Quest annehmen. Halte die Augen offen. Dann gibt es im nächsten Video, würde ich sagen, einen weiteren Strike mit Sepix. Und ich habe Post. Was habe ich denn liegen lassen? Wahrscheinlich nur was Blaues, ne? Oh ja.
Okay, Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten hier beim neuen Strike, das elende Auge. Und im nächsten Video, was ich mache, da gehen wir auch in den anderen Strike und vernichten Seepix perfektioniert. Danke fürs Einschalten, Leute. Bis zum nächsten Video. Haut rein, bis denn und ciao, ciao.